Union und SPD erstes Treffen am Mittwoch stand, 8.12.2017, 8.33 Uhr Seitenanfang. Nach dem Ja der Sozialdemokraten zu ergebnisoffenen Gesprächen wollen sich die Spitzen von Union und SPD schon am Mittwochabend treffen. Dabei soll es sich jedoch noch nicht um den Einstieg in offizielle Sondierungen handeln. Die SPD hat auf ihrem Parteitag den Weg freigemacht für ergebnisoffene Gespräche und schon am Mittwoch soll es losgehen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bestätigte im Deutschlandfunk das geplante Treffen der möglichen GroKo-Partner. Ziel: Gemeinsamkeiten ausloten. Es sei nicht mehr und nicht weniger, als dass wir jetzt Gespräche führen. Ob es letztlich zu Sondierungsgesprächen komme, könne sie derzeit noch nichts sagen, unterstrich Nahles. Die Parteispitzen von Union und SPD treffen sich offenbar bereits kommende Woche zu ersten Gesprächen. An der Runde nehmen voraussichtlich Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, SPD-Chef Martin Schulz, die Fraktionschefs Volker Kauder, CDU, und Nahles sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil. Bei dem Gespräch soll es sich noch nicht um den Einstieg in offizielle Sondierungen handeln. Erwartet wird aber, dass sich die Teilnehmer auf einen Fahrplan für weitere Treffen einigen. Der SPD-Vorstand will dann am 15. Dezember beraten, ob förmliche Sondierungsverhandlungen Anfang Januar starten sollen. Der CDU-Vorstand will am Sonntagabend das weitere Vorgehen beraten. Mehr zum Thema SPD-Parteitag. Mit Schulz Richtung GroKo SPD-Chef Schulz: Wir sind für die GroKo nicht belohnt worden. Kommentar zum SPD-Parteitag: Gelandet, aber nicht am Ziel. Union begrüßt SPD-Entscheidung. Möglich ist, dass es ein zweites derartiges Treffen der Spitzen von Union und SPD noch in der Woche vor Weihnachten geben könnte. Die SPD hat am Donnerstag auf einem Parteitag in Berlin nach stundenlanger, kontroverser Debatte mit großer Mehrheit den Weg für ergebnisoffene Gespräche freigemacht. Drei Varianten sind möglich: Neuauflage der Großen Koalition, Tolerierung einer Minderheitsregierung und Neuwahl. Begrüßt den Schritt der SPD, Julia Klöckner. Die Union begrüßte die Entscheidung der SPD. Es werden harte Verhandlungen, aber klar ist, Deutschland braucht eine stabile Regierung, betonte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Es sei richtig, dass sie sich jetzt nicht vor der Verantwortung drückt, sagte CDU-Vize Julia Klöckner. Auch ihr Parteifreund Thomas Strobel lobte die Entscheidung der SPD, mit der Union zu verhandeln. Die Erwartung und die Hoffnung sind jetzt klar, dass die SPD die Gespräche tatsächlich offen und konstruktiv führt, sagte er der Heilbronner Stimme. Dazu gehört, die Hürden nicht zu hoch zu legen. Es geht jetzt nicht um ein Wunschkonzert sozialdemokratischer